so etwas hat genau gefehlt in Wien. Wir brauchen etwas, was genau diesen italienischen Lifestyle bringt und einfach diesen Café auf diesem Niveau in Wien anbietet. Man muss den Café wieder nach Wien zurückbringen. Also die Grundidee war es, unsere neue Trademark, unseren neuen Shop in der Weiburggasse 17, Macchiate Kaffeevertrieb, mit exklusiven Produkten und mit exklusiven Ausstellern punktuell zusammenzubringen und in einer, ich sage einmal, erlesenen Auswahl an interessanten Leuten zugänglich zu machen. Ja, ich trinke immer gerne einen Espresso, auch am Abend, weil ich ihn einfach mag, nach dem Essen, nach einem guten Essen, dass er dann einfach an Morgen ein bisschen zusammenrampt. Also für mich passt er total gut und ich schlafe danach auch sehr gut. Ja. Espresso gehört für mich einfach dazu. Wenn man hier ist, wird man italophil, ja. Also ich stehe zwar hier jetzt mit Champagner, aber ich stehe bei dem renommiertesten Kaffeemaschinenvertriebsunternehmen und lasse mich gerade inspirieren, weil man muss ja wissen, wofür man spart. Kaffeemäßig haben wir heuer in der Firma extrem aufgerüstet. Wir haben uns so eine Maschine gekauft. Das hat die Qualität der Pausen in der Agentur sehr erhöht. Ja. Bei der Konzeption sind wir dann Schritt für Schritt immer weiter gegangen in diese Geschichte und haben uns die Frage gestellt, machen wir doch nicht eine langweilige Messe draus, sondern lassen wir es ein bisschen krachen und dann ein paar internationale Show-Acts mit ins Programm nehmen. Das sind sogenannte Kaffeetemper oder Kaffeestampfer zum Komprimieren von Kaffeemehl. Das Besondere ist, dass sie in Österreich produziert werden. Sie werden wirklich per Hand gemacht. Gut, wir waren jetzt in den 6 Jahren, wo wir in Wien waren, waren wir öfters bei der Michi. Wenn man Lust hatte, noch was Italienisches mit nach Hause zu nehmen, dann war alles vorhanden und ja, hat sehr gut geschmeckt. Also Vespa spielt beim Italian Lifestyle eine ganz große Rolle. Es geht um das Schöne, es geht um Design, es geht um das angenehme italienische Gefühl. Ich liebe die italienische Kultur in all ihren Facetten. Und der heutige Abend hoffentlich zelebriert es entsprechend schön.